Ihr könnt euch ja unterhalten. Okay. Unterhalten. Ja, und? Der Flug war gut? Der Flug war gut, alles super. Du wolltest gerade erzählen, wo es dann überhaupt dazu gekommen ist, dass es unabhängige Verlage gab. Ah ja, okay. Also es gab in Russland, es gab Sowjetunion zuerst, das wisst ihr. Und in Sowjetunion gab es nur staatliche Verlage. Und die ersten privaten Verlage entstanden, also wie gesagt, der Textverlag war erster unabhängiger Verlag und der entstand erst 1988. Okay, 1988. Das heißt, ja, das heißt, er ist etwas mehr als 20 Jahre alt und da entstanden schon viele andere. Nach dem Umbruch, also als die ersten russischen Verlage, also es gab eine lange Zeit noch sowohl staatliche als auch private Verlage. Mittlerweile gibt es nur einen staatlichen Verlag. Просвещение, der macht Lehrbücher. Okay, für die Schule? Ja, die Schullehrbücher. Was wollte ich noch erzählen über die Buchmesse? Es gab in Russland seit 1977 wurde die erste internationale Moskauer Buchmesse durchgeführt im September und die findet immer noch statt auf dem Gelände von WDNK, das ist eine U-Bahn-Station WDNK, das ist ein großes Ausstellungsgelände und es war früher die Ausstellung der Errungenschaften der Sowjetunion, also WDNK, das berühmte WDNK, vielleicht habt ihr davon schon gehört. Und die ist ganz groß, sie wurde in zwei großen Hallen organisiert und da haben sich, und sie hatte überhaupt kein Profil eigentlich. Alles Mögliche, was verlegt wird, wurde dort ausgestellt. Und die kleinen und mittelgroßen Verlage haben überlegt, dass es vielleicht nicht besonders schön ist, da verlieren sie sich, die nützt ihnen auch überhaupt nichts. Da kommt auf sie kaum jemand zu. Und dann haben sie einen Expertenrat gegründet und dieser Rat hat danach gesucht, nach einem Partner gesucht, der für sie diese Buchmesse, eigene Buchmesse veranstalten könnte. Und dann haben sie diese Firma, unabhängige Firma Expo Park Ausstellungsprojekte gefunden, die seit 1998 diese Messe veranstaltet. Diese Messe heißt Nonfiction. Ich finde den Namen nicht besonders günstig und nicht besonders geschickt. Es klingt, weil, so, als es klingt als Nonfiction, ja, weil es ist Non/Fiction. Ja, ja. Das heißt Nonfiction und Fiction. Ja. Aber wenn Sie sagen Nonfiction Buchmesse, woran denken Sie als erstes? Natürlich an Sachbücher, klar. Genau. Ja. Aber hier ist es so, dass sowohl Verlage die Belletristik ausgeben, also Literatur, wie auch Non-Fiction, Kinderbücher. Aber Schwerpunkte sind trotzdem humanitäre Literatur, Kultur, Belletristik, Kinderbücher, Sachbücher, populärwissenschaftliche Titel. Und dann Business und Marketing, solche Sachen. Und es gibt auch einen Schwerpunkt kleine Verlage, die immer Vergünstigungen bekommen und vom Expertenrat betreut werden. Ah ja. Wie viele Aussteller sind insgesamt dann hier auf der Messe? 300. 300 Aussteller. Ja, in diesem Jahr aus 17 Ländern, aber so ungefähr, es variiert, bis 20 Länder sind dabei. Werden dann hier auch Rechte eingekauft und verkauft? Entschuldigung.